Es ist schön, dass ihr hier seid. Das freut mich persönlich. Aber ihr seid nicht nur wegen mir hier, sondern ihr seid vor allem wegen euch hier. Und warum ich das glaube, darum soll es heute gehen. Es soll heute um Gemeinschaft gehen in erster Linie. Und wie komme ich da drauf? Ich komme da drauf, weil die Bibel die Gemeinschaft der Gläubigen richtig hochhält. Und deswegen gehen wir direkt zur ersten Bibelstelle, zu Hebräer 10, 24 und die folgenden. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und dass umso mehr, wie wir selbst feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ja, Paulus sagt hier, hey, bleib nicht den Zusammenkünften fern. Er sagt, gewöhne dir das nicht an, einige haben sich schon angewöhnt, aber macht es nicht. Ja, und ich glaube, dass es sehr aktuell ist, weil heute ist es noch einfacher. Ich kenne das von mir auch. Mein Wissen kann ich mir auch über YouTube oder andere Plattformen aneignen, wo ich Leute finde, denen ich vertraue und wo ich sage, okay, dir was zu sagen, das höre ich mir an. Dann, man kann sich so fühlen, als ob man mit 100 Leuten Kontakt hat, indem man einfach allen schreibt, hi, 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 hi und sich jedes Mal freut, wenn jemand zurück hi sagt. Und wir denken so, boah, voll viel Gemeinschaft. Trotzdem erlebe ich, wie so viele Leute so einsam sind und irgendwie nicht auftanken können und irgendwie eben nicht ankommen. Und irgendwie leben wir in so einer Welt, wo das, glaube ich, noch viel einfacher ist, als damals fernzubleiben. Ich glaube, es gab damals andere Gründe, vielleicht wurden die verfolgt, vielleicht, na, die hatten wahrscheinlich andere Beweggründe, fernzubleiben. Aber sie haben es auf jeden Fall gemacht. Und was Paulus ganz klar sagt, ist, hey, mach genau das nicht. Und das Gute ist, das ist kein Zwang. Ja, das ist eine der Dinge, die ich an der Bibel liebe, dass da viele Ratschläge drinstehen, dass da viele Sachen drinstehen. Hey, so gelingt ein gutes Leben. Aber Gott ist ein Gentleman und zwingt dich nicht dazu. Du kannst dich auch dagegen entscheiden. Aber er sagt, hey, guck mal, dein Leben gelingt, wenn du dessen das tust. Und so ist hier auch. Paulus sagt, hey, bleib nicht fern. Aus guten Gründen, weil es dir was bringt. Und zwar der Schutz vom Wertvollsten, was du hast. Der Schutz von deiner Hoffnung, die du hast in Gott. Und die Liebe und die Fähigkeit, hier auf der Erde wirklich einen Unterschied zu machen. Das sagt Paulus, hey, davor geht es um Hoffnung. Mit drin sagt er, hey, damit du Gutes tust und dass deine Liebe nicht erkaltet, steht auch in Übersetzungen drin, kommt deswegen die Gemeinschaft. Das heißt, es ist ein Schutzmechanismus dafür, dass wir unsere Hoffnung zum Beispiel nicht verlieren. Und ich meine, heute ist genau der Ewigkeitssonntag. Bei uns heißt der in Baden-Württemberg Totensonntag. Ein bisschen direkter und ganz schön krass. Ich finde es deswegen schön, dass es hier auf das Richtige sich fokussiert und Ewigkeitssonntag heißt. Aber auch bei uns spricht es was an, was stimmt. Hey, wir leben in einer Realität, wo einfach der Tod mit dazugehört. Keiner von uns lebt ewig. Keiner von uns ist ein Leben versprochen, das ewig lang geht. Es passieren viele Dinge. Wir leben in einer Welt mit Leid. Und gleichzeitig leben wir irgendwie in unserem Herzen, wissen, hey, wir haben so eine Sehnsucht nach der Ewigkeit. Wir haben irgendwie das Gefühl, es geht weiter. Und es war ziemlich trostlos, wenn wir einfach nur wissen, okay, Tod und Leid, Punkt. Und deswegen freue ich mich, dass wir Hoffnung haben als Christen, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir uns Jesus zuwenden, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen, dass er mit seiner Liebe in unser Leben kommt, das verändert, dass er mit uns ist, dass er ja wirklich an einem Tag sagen wird, okay, jetzt ist vorbei, Leid ist nicht mehr, ich wische alle Tränen ab. Dass wir das erleben dürfen, dass wir diese Hoffnung haben, dass wir jetzt hier und jetzt schon haben, dass Gott mit uns ist
aber dass wir auch wissen dürfen, hey, ich weiß, wo es hingeht. Und das ist eine Hoffnung, die unglaublich kostbar ist und die ich oft gar nicht begreife, was sie alles in meinem Leben ändert. Ich bin dadurch so viel entspannter in meinem Leben. Und es ist mir so ein Geschenk. Und deswegen gerade an dem heutigen Tag, hey, diese Hoffnung ist so was Kostbares, die wir haben dürfen, dass es weitergeht, dass wenn wir Ja sagen zu Jesus, dass wir Ewigkeit haben dürfen mit ihm, an einem Ort, wo er regiert und wo die Liebe regiert. Und Paulus sagt, hey, diese Hoffnung, geh in Gemeinschaft, damit du die nicht verlierst. Geh in der Gemeinschaft, sei in der Gemeinschaft, damit du nicht deine Hoffnung verlierst und dass du nicht verlernst, Botschafter zu sein, dass du dich nicht irgendwie absonderst. Und deswegen gibt es da viele Stellen immer wieder in der Bibel, wo es darum geht, hey, geh in die Gemeinschaft. Es ist unglaublich wichtig. Und manche denken sich jetzt vielleicht, na, ich komme schon gut alleine klar, ich renne eigentlich zusammen mit Jesus und es läuft. Und es kann gut sein, dass du das gerade richtig gut gebacken kriegst. Ich habe das auch viele Jahre in meinem Leben gut alleine hingekriegt. Da habe ich mir gedacht, das ist super, ich brauche gar nicht viele Leute. Das Problem ist, es läuft nicht immer so, wie man denkt. Und es kommen manchmal Zeiten im Leben, wo genau die Dinge passieren, wo man sich denkt, das ist genau das, was nicht hätte passieren dürfen. Das ist genau das, wo meine Schwachstelle ist. Das ist genau das, was irgendwie genau in die Kerbe trifft, wo ich so verletzlich bin. Und das Ding ist, das ist kein Zufall, finde ich. Wir lesen in 1. Petrus 5, Vers 8. Seid besonnen und wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und ich habe das erlebt in meinem Leben, wie das genau eingetroffen ist. Wie ich gemerkt habe, okay, da ist irgendwas, was einen perfekten Plan hat, mich fertig zu machen. Ja, und ich glaube nicht, dass es unbedingt gegen mich war, sondern es war gegen Gottes Ebenbild in mir. Es war dagegen, dass Gott mit mir ist, weil der Teufel hasst Gott. Und du bist ein Weg. Sein Ebenbild will zu dir immer mehr in Entfaltung kommen. Der Heilige Geist will immer mehr mit dir machen und immer mehr dich zu dem machen, wer du wirklich bist. Und das hasst der Teufel. Und er will dich loshaben. Oder zumindest das Ebenbild in dir. Und er will, dass du hoffnungslos bist, dass du vergisst, Leute zu lieben. Und wenn du alleine rumläufst, glaube ich, dass das einfacher ist. Und das, was Paulus hier wirklich auch sagt, hey, deswegen geh in Gemeinschaft. Ja, ich habe den Ständer ausgesucht, der langsam aber sicher immer nach unten geht. Das ist auch Anfechtung. Ich sag's euch, der Teufel hasst mich. und er gibt mir den Ständer. Nein, Spaß. Ja, aber es ist wirklich Realität. Es gibt den Teufel. Und er kann das Ebenbild Gottes in dir nicht leiden. Und er will es loshaben. Und deswegen sagt Paulus, sei in Gemeinschaft. Oder wo wir es auch lesen, ne? Jesus schickt die Leute immer in Zweierschaften los. Jesus sagt, hey, macht's nicht alleine, geht zusammen. Es gibt einzelne Stellen, wo jemand alleine losschickt, aber dann ist meistens, hey, geh zurück in deine Heimat und erzähl, was ich für dich getan habe. Aber generell, wenn er Leute einen Auftrag gibt, sagt er, hey, nimm Paulus mit, nimm wen auch immer, Petrus, nimm Johannes mit, nimm Timotheus. Na, die haben alle ihre Homies gehabt, mit denen sie unterwegs waren. Und das ist so wichtig. Deswegen, dann, Gemeinschaft, warum ist wichtig? In Sprüchen 18,1 lesen wir, wer sich absondert, geht nur seinen eigenen Wünschen nach. Er verweigert alles, was heilsam ist. Und da gibt es mehrere Stellen der Bibel, wo davon gewarnt wird, hey, wenn du dich absonderst, wenn du dein eigenes Ding machst, wenn du ein Eigenbrötler wirst, das mag vielleicht auch eine Zeit lang gut gehen, aber du hast keinerlei Kontrolle, dass du nicht völlig auf dem Holzweg bist. Wenn du nur noch für dich alleine bist und nur noch in deiner eigenen Bubble lebst, komplett ohne anderen, dann ist die Gefahr, dass du alles verweigerst, was heilsam ist. Dass der gute Plan, den Gott eigentlich hat, dass das Leben, das Gott für dich bereitet hat, dass du einfach sagst, hey, nee, komm, ich gehe lieber da lang. Und wir lesen in den Sprüchen noch viele andere Sachen, wie zum Beispiel in Sprüche 13, 20. Wer sich mit den Weisen trifft, wird weise. Wer sich mit den Narren einlässt, wird sich selbst schaden.
Und da ist wieder dieses, hey, das ist schon mal gut, dich mit den Weisen zu treffen und nicht mit den Narren. Und viele sagen, hey, ja, ich weiß, Martin, ich habe doch Freunde, ich habe Gemeinschaft. Die Frage ist, was für Freunde hast du? Was ist dein Umfeld? Weil dein Umfeld wird dich prägen, ob du willst oder nicht. Es ist oft gut und ein übelstes Geschenk, aber die Frage ist, was für Leute, mit was für Leuten hängst du den Großteil deiner Zeit ab? Und deswegen glaube ich auch, dass Paulus die Gemeinschaft der Gläubigen so hervorhebt. Er sagt, hey, guck mal, theoretisch, das ist jetzt ein Idealbild, aber theoretisch die Leute, die glauben und die Jesus lieb haben, leben eigentlich auf eine Art und Weise, wo Leben ist und wo Liebe ist und wo Güte ist, wo die richtigen Ideen sind, wo eine Art und Weise von Lebensweg gegangen wird, wie Gott die Welt erschaffen hat, wie alles zusammenpasst. Deswegen sagt er, hey, umgib dich mit den Gläubigen. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist wichtig. Es ist kein Problem, andere Freunde zu haben. Aber die Frage ist, wie ist das Maß? Und wie viel von wem hast du in deinem Leben und wie viel von was? Weil egal mit wem du unterwegs bist, es wird dich prägen. Du wirst hoffentlich auch die Person prägen. Aber es geht auch andersrum. Und ich glaube, wenn man zu arg der Gemeinschaft der Gläubigen fernbleibt, passiert genau das. Dass in manchen Bereichen einfach eine andere Weltanschauung, einen anderen Blick auf die Erde, einen anderen Blick auf die Sachen sind, die nicht gut ist. Und deswegen ist wichtig, mit Gläubigen auch Zeit zu verbringen. Und das Umfeld da gut ja, auch zu füllen mit Leuten. Dann steht in, weil jetzt denkt ihr so, ja okay, aber es gibt auch ganz schön ätzende Leute in der Gemeinde. mit denen ecke ich dauernd an. Und vor allem nervt es mich, dass die manchmal sogar noch recht haben. Aber das Ding ist, in den Sprüchen steht weiterhin, Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Das heißt, in der Gemeinschaft der Gläubigen steckt auch mit drin, dass es Leute geben wird, die nerven dich auf eine gute Art und Weise, aber auch auf eine nervige Art und Weise und denkst so, lass mich das doch. Oder die sagen was, wo du denkst so, er hat leider ein bisschen recht, aber und das ist aber mega gut. Ja, es ist gut, dass man wirklich so einen Moment hat, wo man denkt so, oh ja, es ist manchmal auch ungemütlich und manchmal vielleicht auch ein bisschen anstrengend. Aber es ist eben genau der Grund, weil wenn Leute zusammen sind, die in eine Richtung blicken, ey, ich bin so dankbar, ich habe in meinem Leben die unterschiedlichsten Frömmigkeitsstile entdeckt und kennenlernen dürfen. Und am Anfang war ich sehr, okay, ich sitze auf meinem Platz. Dann habe ich Leute gesehen, die wirklich einen Purzelbaum machen im Lobpreis und ich habe mir gedacht so, hier. Und das war aber Eisen schärft Eisen, weil ich gedacht habe, okay, krass, diese Person, die interessiert es nicht, was ich von ihr denke. Und das Witzige ist, das war auch für mich ein Riesenschritt, weil ich wusste, der Einzige in dem Raum gerade, der sicher keinen Lobpreis macht, bin ich. Aber ich war beschäftigt zu sagen, okay, mach der es richtig. Und es hat mich geschärft und geschliffen, weil andere Leute da waren, die haben auch Jesus lieb gehabt und die sind Gott nach. Aber manchmal bin ich angeeckt und es tat mir richtig gut. Und ich habe zu einem Ort gefunden, wo ich viel freier sein durfte auf einmal. In einer Art und Weise, wie ich zum Beispiel im Lobpreis bin. Und deswegen hat mich Eisen dort geschärft, also anderes Eisen, also deine Brüder, deine Schwestern in der Gemeinde, auch wenn sie nicht magst, direkt so dolle krass. Oder wenn du denkst, ja, ist okay. Auch die sind wichtig und auch das ist gut. Und deswegen, wenn das dich fernhält von Gemeinschaft, dass es nicht so Friede, Freude, Eierkuchen, Wohlfühl-Ding ist, man immer. Ich glaube, es ist ganz gut sogar. Ich würde inzwischen sagen, so ein bisschen anecken, solange es in die gleiche Richtung geht, solange es hin zu Jesus geht, ist ein bisschen anecken ziemlich gut. Heißt nicht, dass man alles nachmachen muss bei den anderen, aber drüber nachdenken ist mega der Segen drin. Genauso wird auch immer wieder, dass man die Rechenschaft betont, was man auch in der Gemeinschaft mit Gläubigen findet, zu sagen, hey, ich suche mal jemand, mit dem ich ganz eng durchs Leben gehe und bei dem ich Rechenschaft abliefere und sage, hey, guck mal, so sieht es wirklich in meinem Herzen drin aus. Und das sind jetzt alles Beispiele und weil das jetzt so viele unterschiedlich waren, habe ich gedacht, ich muss natürlich noch irgendwas machen hier, dass vielleicht eine Erinnerung bleibt. Und deswegen, Simon, wenn du mir kurz hilfst, wenn du den Sack mitbringst und vielleicht das Brett, das wäre gut.
Okay, so ein bisschen Wiederholung. Also, ich mach mal kurz mich. Ein paar fallen auch aus, deswegen eine gute Mischung macht's. So. Okay, das bin ich. Und ich habe euch gesagt, ich habe oft gedacht, ich krieg's alleine hin. Aber der Satan, der Teufel, hat was gegen das Ebenbild Gottes in mir. Und er sucht sich die Punkte, wo ich merke, okay, das kriege ich nicht ganz alleine hin. Und dann, was passiert? Oh, das ist jetzt unspektakulär. Aber das ist eine stilistische Pause. Was passiert? Der Knoten geht auf und es geht langsam die Luft raus. Ja? Bei anderen Leuten explodiert es auch einfach, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ich bin immer ganz so hübsch wie davor. Ne? Ich bin kaputt. Und deswegen sagt Paulus, hey, Martin, du kriegst eine neue Chance. Pusht mich wieder auf. Nicht so schön sein. So. Und dann sagt er, hey Martin, ich habe dir Leute an die Seite gestellt. Wo es sogar sagt, wenn wir zu dem ersten Bibelvers zurückgehen, sagt er, hey, ihr habt eine Verantwortung füreinander. Das heißt, es gibt Leute, die sind mit dir verbunden durch Jesus. Ja? Und die sind zum Beispiel hier, ja? Die sind verbunden durch das Band, hier, Panzertape. Die sind verbunden durch ein Band, das ich bin. Sie glauben an mich, sie gehen in die gleiche Richtung. Und die gibt's, und es gibt noch mehr davon. Wo ist denn der Sack mit den, genau. Oh ja, und da gibt's viele davon. Und es ist gut für dich, wenn du sagst, hey, ich bin nicht alleine, sondern ich suche mir ein paar Leute, die Jesus lieb haben, die ein Stück weit verbunden sind durch Jesus, die an das gleiche glauben, die sagen, hey, ich gehe auch Gott hinterher. Und dann verbinde ich mich mit denen, ja? Und dann treffen wir uns. Und jetzt, ne, Satan ist immer noch ein Penner. Und jetzt legen wir das mal hier drauf. Aber, und deswegen ist Simon auch hier, weil es ist ein bisschen wackelig, aber generell passiert Folgendes, ne? Wenn ich in der Gemeinschaft bin, wenn ich mit Gott unterwegs bin und sage, hey, ja, ich suche mir andere Leute und Satan kommt und er sucht sich genau das Gleiche, was mich vorher kaputt gemacht hat und er sucht sich das Gleiche und sagt, hey, ich greife da wieder an, ist es so, dass diese Gemeinschaft der Gläubigen einfach dir hilft, dass du aufgefangen wirst, wo? Danke, Simon. Ja, und das ist das Hauptding für mich, wo ich merke, okay, der Gemeinschaft nicht fern zu bleiben, den Zusammenkünften nicht fern zu bleiben. Es ist für mich. Und es ist was, was mir wirklich was hilft. Es hilft meiner Hoffnung. Es hilft, dass meine Liebe und meine Hingabe für andere nicht erkaltet. Es hilft mir, mich vom Feind zu schützen. Es hilft mir, ja, oder es ist einfach gut, weil Jesus hat gesagt, das ist eine gute Idee. Und was Jesus sagt, ist meistens ziemlich gut. Er hat das Menschsein ziemlich gut hingekriegt. Dann hilft es mir, nicht abzudriften. Ne? Wenn ich nicht alleine bin, kein Eigenbrötler zu sein. Dass ich Leute habe, an denen ich mich reibe ein Stück weit, aber auch die mich ermutigen und vorwärts bringen. Und es hilft mir einfach, mich gut zu entwickeln. Und wie gesagt, das Coole ist, wenn ich da ein Teil von bin, geht es auch den anderen so. Dass allein dadurch, dass ich da dabei bin und wenn ich mal nicht angegriffen werde oder wenn ich mal merke, ja, mir geht's gerade gut, dann darf ich jemand sein, wo jemand anderes Halt gibt, der mit mir unterwegs ist in dieser Gemeinschaft. Und das Coole ist, dass Paulus wirklich sagt, hey, eine Verantwortung füreinander. Ja? Und noch besser ist, jeder hat was beizutragen. Und ihr könnt es mal in 1. Korinther 14, 26 zum Beispiel nachlesen. Aber generell sagt Paulus oder die Bibel, jeder hat Gabengeschenk gekriegt.
Und wenn ihr zusammenkommt, kann jeder was beitragen. Und das Schöne ist, dass wir ja so viele Felder haben, in denen es sein kann. Ja? Es kann sein, dass man derjenige ist, hey, ich sage, ich habe auch eine Gabe im Predigen. Und zu sagen, hey, das bringe ich ein. Oder jemand, der sagt, hey, ich will so weit weg von der Bühne wie irgendwie möglich. Aber was ich kann, ist, ich bin gut in Technik. Na, ich kann mich in Programme reindenken und es macht mir sogar noch Spaß. Und dann zu sagen, hey, ich mache die Technik. Ja, oder was auch immer. Na, es gibt Dinge. Oder wenn jemand sagt, ich kann gar nichts, ich bin einfach da, aber ich habe einen guten Job. Ich arbeite diese Woche eine Stunde länger. das, was ich dafür kriege, gebe ich irgendwo hin, wo ich weiß, dass es was Gutes tun wird. Wir können alle was beitragen für diese Gemeinschaft. Wir haben alle Gaben. Und dazu ermutige ich euch. Hey, ihr habt eine Verantwortung. Ich habe eine Verantwortung euch gegenüber. Ich versuche, die danach zu gehen. Und deswegen bin ich Pastor geworden, weil ich gedacht habe, okay, da habe ich Gaben. Das brauchen vielleicht Leute, dann mache ich das. Aber jeder von euch hat genauso Verantwortung. Ihr seid, dass das Ding hier funktioniert, dass die Kirche funktioniert, dass die Gemeinschaft funktioniert, dass Zusammenkünfte funktionieren. Dass, wenn ich allein das mache, scheitert's. Jeder von euch kann davon ein Teil sein. Und ich ermutige euch da mal zu suchen. Hey, was ist sowas, wo ich vielleicht gut kann, wo ich eine Leidenschaft für habe und wo ich weiß, andere brauchen das. Und zu sagen, hey, ich bringe mich damit ein. Für mich dürft ihr das machen, egal wo ihr. Also wir freuen uns natürlich, wenn ihr es hier macht, wenn ihr hier mit dabei seid. Aber generell, hey, gründet einen Hauskreis, was auch immer, bringt euch irgendwo ein, sorgt dafür, dass die Gemeinschaft der Gläubigen wirklich ein Ort ist, an dem man zu Hause sein kann. Weil ihr habt eine Verantwortung. Und es ist ein Riesensegen für so viele Leute. Mein Ständer ist wieder, ging wieder runter, deswegen, ich bete. Ich nehme an, das ist das Zeichen, dass es vorbei ist. Vater, ach, es ist so ein Geschenk zu wissen, dass du uns liebst, dass wir nichts hinzutun können. Du liebst uns 100%, ob wir hier sind oder nicht, ob wir was tun oder nicht. Darum geht's dir nicht. Deine Liebe ist vollkommen 100% uns gegenüber. Ich danke dir aber auch, dass du uns nicht alleine durchs Leben gehen lässt, sondern uns Gemeinschaft geschenkt hast. Und ich bete, dass du uns segnest, alle, die wir hier sind, dass wir einen Platz finden, an dem wir Stütze sein können für andere, an dem wir unsere Gaben einbringen können, aber auch ein Ort, an dem wir profitieren von den Gaben von anderen und wo wir aufgefangen werden. Lass uns füreinander da sein, segne uns da.